Ja, servus Leute, ich bin's mal wieder, euer Jan, und willkommen zu einem weiteren Live-Commentary, heute mal auf Meltdown mit meiner Lieblingswaffe, erstmal, denn ich bin heute euch zwei Klassen, einmal die FAL und dann einmal die Tryharder-Waffe schlechthin im Schwitzer-Paket, so haben es die Abonnenten in den Kommentaren genannt im letzten Live-Commentary, so habt ihr es genannt. Oh, ich wollte die FAL als erstes benutzen, hier seht ihr mal die Klasse, die Schwitzer-Klasse, aber ich werde jetzt die FAL erstmal benutzen. Damit das Live-Commentary ein bisschen länger wird, weil ich habe gemerkt im letzten Video anhand eurer Bewertungen, dass ihr da wirklich abnormal drauf abfahrt, wenn ich ein bisschen länger die Videos mache. Und das freut mich, Leute. 3000 Likes hat das Video bis jetzt. Zum jetzigen Zeitpunkt, wo ich das Video hier mache. Also richtig krass. Hätte ich niemals gedacht. So, da war gerade nochmal einer an dem Auto. Und der will sehr wahrscheinlich hier hochkommen. Dann gehen wir mal wieder hier runter. Hier ist keiner, aber da links ist einer. Und der weiß bestimmt, dass ich hier hoch möchte, eventuell. Aber ich werde da jetzt nicht hochgehen, weil ich ein bisschen austricksen möchte. Jo, der ist da oben, der ist da oben. Oder da in diesem Gang. Hey, bleib mal stehen, Mann! Bleib stehen. Oh mein Gott, war das knapp, war das knapp, war das knapp. Ihr könnt ja auch gleich noch spawnen, deswegen bin ich da doch schon vorsichtig. Mal wieder hochgehen. Ich spiele jetzt zwar relativ defensiv, aber das muss ja auch mal sein. Ich werde jetzt heute mal eine Tryhard-Episode machen, das heißt FAL und die AN94 in einem Video. Das wird super laufen. Und der ist da oben. Ich werde jetzt mal wo ganz anders hingehen, weil an derselben Stelle zu sein, ist ja auch immer langweilig. Wir gehen jetzt mal an den anderen Spawn hin, da kann man auch gut die Spawns kontrollieren. Und ich kann es nicht oft genug sagen, Leute, wenn ihr frei für alle spielt, dann merkt euch die Spawns. Und nach einer Zeit, wenn ihr immer wieder patrouilliert, wisst ihr eigentlich, oder habt ihr einfach ja, ein Gefühl dafür, wann die Leute spawnen. Oh, der ist gerade dahin gelaufen. So, da wird jetzt gleich einer kommen und sich rächen wollen. Ja. Den habe ich aber bekommen. Und da wird auch gleich einer hochkommen. Oh nein. Kommt der hier hoch? Nö, der will von hier kommen. Oh mein Gott, wie habe ich das noch geschafft? Ich war so rot, ich war so rot. Ich habe schon das Licht am Ende des Tunnels gesehen. Das Licht am Ende des Tunnels. Nein, nicht sterben. Nicht sterben. Oh mein Gott. Was geht denn gerade ab? Ich bin halt echt mega krass am Tryharden gerade. Aber das muss auch mal sein, Leute. Das muss auch mal sein. Der wird jetzt gleich hier entlang kommen. Da könnte noch einer kommen. Der traut sich aber nicht runter. So. Wird der da beim Truck hochgehen? Ja. Dann schieben wir hier erst noch, setzen die UAV vorsichtshalber mal ein. So, Counter UAV. Da rechts kommt einer. Und jetzt muss ich wirklich vorsichtig spielen. Denn wenn ich jetzt sterbe, ich werde sowieso sterben. Das weiß ich. Dann habe ich die Nuklear verkackt. Und das will ich ja nicht. Das will eigentlich niemand. Niemand will eine Nuklear verkacken. Aber da ich mich sehr, sehr gut kenne, werde ich das noch verkacken. Ich sehe es voraus. Ich bin ein Wahrsager, Leute. Ein Hellseher. So, das war richtig krass. Damit habe ich jetzt gar nicht. Ah, ich höre jemanden, ich höre jemanden. Aber ich weiß nicht von wo. Da hinten habe ich gerade ein Nachladen gehört. So, ich spiele gerade extrem vorsichtig. Ich sollte, glaube ich, nicht so vorsichtig spielen, weil sonst bin ich angespannt. So. 7 Kills noch bis zur Nuklear, Leute. Übrigens, wenn ihr mich zufällig irgendwann mal treffen solltet in-game, dann werde ich nicht zurücklabern. Das, ich bin kein Arschloch oder so, sondern es geht einfach darum, dass ich ja, den Voice-Chat aus habe. Ganz einfach aus dem Grund, wenn die Leute mich anschauen,
dann wollen sie natürlich im Hintergrund keine Stimmen haben vom Gameplay. Und der geht da entlang. Oh mein Gott, wie konnte ich das gerade so krass verkacken? Wie konnte ich das gerade so verkacken? So, noch 3 Kills noch. Ich habe einen Orbi oben. Läuft mal, würde ich sagen. Läuft. So, der kommt gleich hier runter. Oder auch nicht. So, Leute. Die Nuklear mit der FAL. Wenn es euch gefallen hat, Bewertung natürlich nicht vergessen. Und jetzt geht's gleich zum zweiten Match. ja, das war halt getryhardet, Leute. Das ist eine Tryhard-Episode heute. Das ist eine Tryhard-Episode heute. Muss auch mal sein. Muss auch mal sein. So, erstmal Eistee trinken. Prost. Hm. So. Dann werde ich gleich zum zweiten Match schneiden. Mit der 1,94. Ich will keinen Nuketown, Leute. Ich will keinen Nuketown. Und dann sehen wir uns gleich. So, Leute. Willkommen zum zweiten Match. Zufällig ist es dieselbe Map irgendwie. Aber das ist ja erstmal wurscht, oder? Ist ja erstmal wurscht. Solange das Gameplay unterhalten ist, kann es auch immer dieselbe Waffe sein. Und auch dieselbe Klasse. Und auch dieselbe Map. Solange es unterhaltend ist. Aber, ja. Da kommt gleich einer hoch. Oder kommt der doch nicht hoch? Was macht ihr da, Leute? Nicht chillen. Links ist einer. Links ist einer. Hier. Da müsste gleich unten einer spawnen. Oh, guten Tag. Einfach geneift. So, wenn ich jetzt nochmal die Nuklear schaffen sollte, Leute. Ist ja wieder eine andere Lobby. Das ist natürlich klar, weil ich, ja. Ich muss ganz ehrlich zugeben, ich habe mit der 1,94 so meine Probleme manchmal. Ja, nein, eigentlich nicht. Ich habe einfach keine Nuklear geschafft, beziehungsweise die Gameplays waren einfach nicht gut genug. Und ich habe mir heute fest vorgenommen, euch 2 Gameplays, 2 Live-Commentaries zu zeigen. Mit einer Nuklear. Wenn es jetzt auch keine Nuklear wird, dann, ja, lade ich das trotzdem hoch. Manche denken ja wirklich, dass ich jedes Live-Commentary hochlade, weil ich immer so gut bin. Aber sonst hätte ich ja eine viel, viel höhere KD. Ich blödel auch einfach nur manchmal total blöd rum. Macht dann Scheiße, die eigentlich mich so immer umbringt. So ganz dumme Sachen. Kennt ihr bestimmt auch selbst, Leute. Dass ihr einfach nur Scheiße im Kopf habt manchmal, wenn ihr zockt. Und dann geht's halt den Berg ab. So läuft's bei mir sehr, sehr oft, muss ich sagen. So, ich muss jetzt hier echt mal weg. Hier ist mir gerade echt viel zu viel los. So, die Counter-UAV noch. Dann schauen wir mal hier vor. Da links in diesem Haus ist einer. Oh. Von wo wurde ich jetzt hier gestunt? Oh nein. Aber dann kann ich mich umso mehr auf die Schritte konzentrieren. Solange ich geimpet bin. So, 20er Killstreak. Gunstreak meine ich. Da vorne ist einer. Nein, bleib hier. Scheiße. Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh, geschwitzt. Geschwitzt bis zum geht nicht mehr. Geschwitzt. Das war nicht mal normal, Leute. Ich habe das Gefühl, ich verrecke gleich. Ich habe echt gerade das Gefühl, dass ich gleich verrecke. Weil ich mich schon wieder unter Druck setze. Okay, in dem Haus ist auf jeden Fall einer. Das weiß ich jetzt schon. Weil hier so wenig los ist im Vergleich zu sonst. So, mal nachladen. Dann mal wieder runterschauen. Jo, der will gleich hochkommen. Deswegen werde ich mich jetzt hier verpissen. So. Und mal rausgehen. Da ist einer am Start. Nein! Wieso killst du mit dem einen Kill? Wieso ist denn mein Kill? Okay, dann gehen wir mal wieder weiter. Ich will natürlich nicht zu defensiv spielen, Leute. Obwohl ich hier versuche, auf eine Nuklear zu gehen. Und ich muss auch ganz ehrlich zugeben, Leute, ich gehe normalerweise nie auf Nuklear. Zumindest so selten, dass es nicht mehr. Also ich bin kein Nuklearspieler, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich habe auch noch nicht so viele Nuklears gehabt. Ich bin ziemlich gut im Fall für alle, aber ihr kennt das ja, habe ich ja vorhin schon gesagt. Manchmal macht man halt einfach dumme Moves. So. Der kommt hier hoch. Nee.
Aber der kommt jetzt hier hoch. Nein! Muss ich dir jetzt echt hinterherlaufen? Oh, das will ich jetzt aber nicht. Kommt der zurück? Okay, der letzte Kill noch. Der letzte Kill. Und den werde ich mit dem Ziffi holen. Nein! Ja, 30 zu 0. Das war jetzt zwar nicht so spannend, aber ich habe die Nuklearen geschafft. Also es geht. Getryhardert bis zum Gehtnichtmehr. Das ist übelst die Tryharder-Episode gewesen, Leute. Ja, wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich natürlich wie immer über eine positive Bewertung freuen. Das würde mir extrem weiterhelfen. Und dann weiß ich auch, dass ihr noch mehr davon sehen wollt. Ja, das war's von mir und Servus. Bis zum nächsten Mal. Go!